Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online. Mit einem sehr legierten Fahrzeug und sehr vielen Bällen, die wohl wir dank Modern hier gespawnt sind. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft von GTA 5 Online werden soll. Ja, natürlich schade, wenn. Aber naja. War bis eben ja noch in diesem Motorradclub, bin jetzt ausgetreten, bin jetzt zum Tode verurteilt. Das scheint ja aber irgendwie so eine recht ruhige Gemeinschaft zu sein. Hier tötet irgendwie gerade keiner irgendwen. Und okay. Ja. So. Das sind die Jungs, die losgeschickt worden sind, ne? Um nicht zu töten. So. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie lange ich jetzt auf diesen dieses Todesurteil überhaupt habe. Doch, das sind auch welche. Ah, okay. So, wir scheiden hier nach und nach. Okay. Jetzt streiten sie schon so ein paar tausend Dollar Kopfgeld. Modder können wir auch können wohl auch gut für Geld sorgen, weil wenn ihr einmal kräftig angeschnurrt, wenn hier irgendwelche am Modden sind. Vor allem wie höflich. Ich habe erstmal gefragt wegen dem Kopfgeld. Also das ist ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich noch lebe, obwohl ich ausgetreten bin aus dem Motorradclub und quasi ein Todesurteil habe. Oder wahrscheinlich jetzt schon hatte, weil das hat sich so weit erledigt. Ich denke mal, ich werde nochmal kurz in meinen Motorradclub versuchen, Ressourcen ranzuschaffen. So, okay. Ist nichts verrückt, dann ja klar. Passt. Oh. Ja, wunderbar. Yay, genau. Und man sieht, ich habe schon einen Motorradclub. Hab auch eigentlich schon das Lager mal voll gehabt von meiner einzigen Produktionsstätte, welche aber leider durch eine Razzia drauf gegangen ist, und wenn man alleine ist, kommt man dann doch gegen diese Razzia sehr schwer an. So. Wie man so sieht, wo gemoddet wird, sind doch alle irgendwie alle deutschen Spieler vereint, also beziehungsweise nicht deutschen Spieler, aber sind die Spieler doch sehr schnell vereint. In der Hoffnung, irgendwas glaube ich abstauben zu können. Hm. Meine, wer ist Pro? Ich persönlich bin da kein großer Freund von. Mir ist das relativ schnuppe. Ich versuche das, was ich erreichen will, doch selber zu erarbeiten. Aber gut,
Problem ist, dass ich auch für einen Online-Modus oder allgemein gerade nicht so viel Zeit habe. Macht das natürlich auch alles schwieriger, diese Ressourcen dran zu schaffen. Oder dementsprechend hier, ich sage, stabile Ingame-Freundschaften zu führen. Weil, ganz ehrlich, ohne ein paar Leute, die man hier kennt im Spiel, ist der Motorradclub echt für den Arsch. Man muss halt schon irgendwelche Beziehungen haben, sonst wird das nichts. Können wir fragen? Die Ressourcen nicht. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Heißt das Ressourcen? Nee, das heißt anders. Nick. Das heißt ja nicht Ressourcen. Material beschaffen, ne? Oh Mann. Das Problem ist, glaube ich, nämlich, dass die Hütte wieder ziemlich leer sein wird. Von der Produktion. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Da sind wir. Genau, Vorräte, das war das, was ich wollte. Unternehmen verlassen. So, ich glaube, das ist, jetzt, vollkommen, sinnlos. Nee, das ist was anderes. Na nee, egal. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das alleine zu machen, mal wieder. Es ist halt schwierig. Gutes, fähiges Personal ranzukriegen. Was einem helfen tut. Das Problem ist natürlich, wenn man sowas alleine macht, muss man 3-4 Mal fahren. Good news. We located some supplies. Bad news. They're in the hands of a rather serious stick-up operation. Okay, sag mir den Punkt. Dann düsen wir da mal hin. Jo, jo, schau, was? Wo? Was? Hallo. Na gut, ich glaube, dass solche solche IPs im Spiel oder im Game offenbart, da muss aber rechnen, dass die gegebenenfalls auch öffentlich gezeigt werden oder öffentlich gemacht werden. Ja, komm mal. Kommt alle, die Drop wollen. Was für ein Drop? Oh, meine Fresse. Hä, was ist denn los? Wo kommen die Polizisten her? Was mir dabei auffällt, wo ich die Polizei hier sehe, ich werde mich mal drum bemühen, mir wieder LSPDRA zu installieren, weil, oh shit, oh shit,
drauf. Mein Gott. Weiß ich nicht, tut mir leid, aber das ist, wenn ich das schon wieder sehe. Okay, zu viel Wasser gekriegt. Oder? Ja. Wenn ich das schon wieder sehe, dann vergeht mir echt doch die Laune am Spiel. Verstehe ich das jetzt irgendwie falsch? Wollen die sich da irgendwie jetzt Geld hacken? Oder modden? Ich weiß es nicht. Interessiert mich auch eigentlich herzlich wenig. Das Problem ist halt nur, das ganze Gameplay, finde ich, geht dafür echt für den Arsch runter. Also geht da echt ein Arsch. Geht echt in Arsch. Kannst du wieder bei Human Labs? Achso, okay. Also ich weiß nicht. Sorry, aber ist das legal? Wird das geduldet von Rockstar? Oh Mann, ey, wo bin ich überhaupt? Ich muss noch so weit laufen. Oh. Also ich verstehe sowas nicht. Also ganz ehrlich gesagt, dieses Modding macht echt das Gameplay doch total kaputt. Ja, ja. Klar, ich könnte jetzt auch sicherlich mich da... Aber ey, wie arm ist das denn? Sich da irgendwo anzustellen und für Almosen betteln? Nee, 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 nee. Kannst du mal für den Stilsium hingehen? So. Wir sollen ein paar Leute töten, damit wir hier an unsere Vorräte kommen. So. We need Robert! So. Friss meine Granaten. Hallo. Was ist denn hier los? So, mal ein bisschen Feuerwerk machen hier, weil ich jetzt sowieso drauf gehe. Gehst du oder so? Weil mir fehlt die Deckung und die Sicht. Und da sind wir auch schon gestorben. Oh Mann. Wäre dieser blöde Baum nicht im Weg gewesen, hätte man eventuell den Gegner auch eher sehen können. So, warte mal, müssen wir hier gucken. Wo sind sie denn? Mann, dieses Buschzeug hier. Braucht nicht so viel Natur in so ein Spiel ein. Kommt, raus da. Zeigt euch mal. Komm. Semper Fi, Motherfucker! Na, wenn ich solche Kraftausdrücke. Surrender! Warte mal, wir könnten nochmal kurz reloaden. Oh, oh, da seid ihr alle. Huch, was ist denn hier los? Mal da hervor. Komm. Steck doch mal Kopf raus. Oh, oder so. So. Da
damit sollte jetzt der Weg frei sein, um unsere Produktionsvorräte zu stehlen. Oh Mann, ich bin da ganz einfach irgendwo gegengefahren. Was soll ich machen? So. Gut, und wir werden diese Fahrt halt jetzt dafür nutzen. Und uns hier mit aus, also zumindest videotechnisch aus dem Online zu verabschieden. Entschuldigung. Das Problem ist halt einfach, dieses Modding, das scheint irgendwie sehr, 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 sehr beliebt zu sein und, freut sich großer Beliebtheit. Ich finde es so ziemlich schwierig, das Spiel in der Form weiterzuspielen, wenn man sowieso versucht, hier sein Geld ehrlich zu verdienen. Klar habe ich hier sicherlich auch Wünsche, die ich gerne haben möchte, also erfüllt haben möchte, bezüglich Fahrzeuge, ja, Hubschrauber halt, dementsprechend Autos. Gibt's eine ganze Menge. Sind auch relativ schwer und teuer für eine Person. Ist aber eine persönliche Meinung. Letztendlich, wenn das so teuer ist, wer sich das nicht leisten kann, der soll dann etwas anderes spielen. Ist meine Meinung zu dem Thema. Persönlich, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht schlau gemacht. Diese Modder, wird das geduldet? Ist das legal? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich als, ich sag mal, Autonormal-Player, finde das ziemlich asozial. So was hieß mal Cheaten, oder? Täusche ich mich. Nur weil es jetzt, ich sag mal, Modder, Modding heißt, weiß ich nicht, das ist doch nicht viel besser. Und um Cheaten ist ja auch noch ein Modding. Aber gut, wie gesagt, ich denke mal, videotechnisch werde ich das auf jeden Fall mal hier einfrieren und mich mal wieder auf das PDFA wieder zurückbesinnen. Da ist das Problem, wenn der eine schiedet, bin ich das und das dann auch so in eigener Verantwortung. Ne? Weil das ist ja immer noch ein Online-Spiel. Also das ist ja immer noch online und doch nicht viele Vorräte. Nichtsdestotrotz will ich mal gucken, ich weiß aber noch nicht, ob ich so weit überhaupt noch mal komme, den einen kompletten Verkauf mal zu machen. Da wäre noch mal Reiz, aber ich weiß nicht, ob das sich so von meiner, also vom zeitlichen Aufwand her lohnt. Es dauert ja doch eine ganze Weile, bis dann mal dieses Lager voll ist. Da muss man ja bestimmt 3, 4, 5 Mal diese Vorräte voll auffüllen. Und dann dauert das immer noch elendlich lange, bis dieses Lager wirklich proppe voll ist. Ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich finde zwar, dieses Biker-Update hat Potenzial, aber alleine, so ohne Kumpels, Freunde, wie auch immer, die dementsprechend GTA spielen, hat das null Sinn. Einmal ist es das, was mir das Spiel jetzt wieder madig macht, also zumindest ein Online-Modus. Was mir aber noch weitaus mehr aufstößt, sind halt wirklich diese Modder. Aber gut,
Muss jeder selbst wissen. Für mich macht es das Gameplay oder das Spiel kaputt. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, verabschiede ich mich jetzt erstmal hier von GTA Online, beziehungsweise GTA 5 Online. Und ich denke mal, wir werden uns in Zukunft wieder bei GTA 5 LSPDFA wiederfinden. In dem Sinne würde ich sagen, macht es gut.